Und jetzt viel Vergnügen, jetzt wird's ganz zauberhaft mit Wolfgang Moser. Ich gebe zu, so ein Zylinder, das ist ein alter Hut. Besonders in der Zauberei. Jahrhundertelang haben Zauberkünstler alle möglichen Sachen herausgezaubert. Und die Frau Sien möchte schon den ganzen Abend wissen, wie diese ganzen Tricks funktionieren. Und deswegen werde ich jetzt diesen alten Trick verraten. Der Trick beginnt immer damit, dass jemand kontrolliert, ob dieser Hut auch wirklich leer ist. Am besten macht es natürlich jemand von euch. Ich komme dann mal ganz kurz runter. Wir hätten da Lust. Ah, das ist schon wunderbar. Hallo, wie heißt du? Heiko. Heiko, magst du mir ganz kurz helfen? Komm einfach mit. Heiko, meine Damen und Herren. Heiko, schau. Komm einfach mit nach vorne. Heiko, hast du schon mal einen Zylinderhut untersucht? Noch nicht. Dann ist dein großer Tag. Nimm ruhig Platz hier. Magst du bequem, Heiko. Guck dir mal diesen Hut an. Der ist leer. Wir gehen aber auf Nummer sicher. Komm, ich gebe dir mal das Licht. Und wir zeigen das auch zu Hause genau her. Du kannst hier reingucken und bestätigen, hier drin sind keine Falltüren, Spiegel, doppelte Böden, Internetanschlüsse oder sonst irgendetwas, das nichts in einem Hut versteckt hat. Wunderbar, halt mal fest. Jetzt brauchen wir nur noch einen Gegenstand, den wir aus diesem Hut hervorzaubern können. Ne? Und damit das Ganze nicht zu einfach ist, verwenden wir heute ein rohes Ei. Nehmen wir das Ei vorsichtig raus. Und hier kommt auch schon das Geheimnis, Heiko. Um nämlich einen Gegenstand magisch aus einem Zylinder hervorzuzaubern, muss man es nur zunächst in den Zylinder reinzaubern. Ich zeige dir, wie das geht. Mach mal beide Hände so flach und streck die nach vorne aus. Halt den Zylinder möglichst weit von mir entfernt. Um das Ei nämlich jetzt in diesen Zylinder reinzukriegen, braucht man nur ein Hilfsmittel, nämlich einen Zauberstab. Und dann kann es auch schon losgehen, Heiko. Man muss nämlich mit diesem Zauberstab nur mit der Spitze dieses Ei berühren. Und dann ist das Ei verschwunden. Ja, ich gebe zu, das ist der schwierige Teil. Der Rest ist dann einfach. Da muss man nämlich nur noch den Hut berühren und schon kann man das Ei aus dem Zylinder hervorzaubern. Ja, so einfach funktioniert es. Ne? Wenn man es weiß, wie es geht, ist es sehr einfach. Heiko, jetzt hast du gesehen, wie das funktioniert. Ich würde vorschlagen, wenn es von deiner Seite keine Fragen mehr gibt, versuchst du es gleich mal selbst. Du hältst den Hut nochmal so fest wie vorhin und ich mache den schwierigen Teil für dich. Ne? Wenn man das Ei mit dem Zauberstab berührt, dann ist es ein zweites Mal verschwunden. Und jetzt kommt dein großer Augenblick, Heiko. Ich gebe dir mal den Zauberstab. Du wirst gleich diesen Hut berühren. Du zeigst deine Hand leer vor. Du greifst in den Hut hinein. Du holst das Ei hervor und du wirst merken, wenn du das Ei präsentierst, bricht das Publikum in tosenden Applaus aus. Funktioniert immer, Heiko. Jawohl, ist es, Heiko. Nicht schlecht gemacht. Gib einmal zurück hier. Das hätte ich selbst nicht besser machen können. Heiko, ganz toll. Aber vielleicht ist es jetzt an der Zeit, dir zu verraten, wie dieser Trick wirklich funktioniert. Das Geheimnis ist nämlich ein ganz anderes. Heiko, ich habe vorhin in dem Hut ein zweites Ei versteckt. Ich weiß, du hast gut nachgesehen und so, aber ich habe es wirklich versteckt und hier ist es schon das zweite Ei, Heiko. Ja, das ist eine Zitrone. Heiko, Moment. Ich habe es gar nicht. Das ist ein Apfel, Heiko. Ich muss noch ganz kurz nachgucken hier. Das ist eine Billardkugel, Heiko, aber ich hab jetzt keine Ahnung, was das hier ist. Moment, ich leg's mal kurz hier ab. Aber das ist ein Tennisball, Heiko. Ich meine, ich habe das Ei doch irgendwo hier reingegeben. Das muss doch irgendwo. Heiko, also ich bin mal ganz ehrlich, ich glaube, irgendwas ist bei dem Trick vollkommen schief gegangen, Heiko. Aber du hast immer noch den Zauberstab, ne? Ja, dann machst du es einfach selbst. Heiko, nimm mal den Zauberstab. Du machst es genau wie vorhin. Du berührst einmal den Hut. Du zeigst deine Hand leer vor, du greifst in den Hut rein und hier ist es schon. Das zweite Ei, Heiko, ausgezeichnet gemacht. Ganz wunderbar. Aber Heiko, ich muss dir noch was gestehen. Ich meine, dieser Trick ist jetzt schon über 100 Jahre alt. Und wenn man ganz ehrlich ist, der macht überhaupt keinen Sinn mehr. Ich meine, das ist eine Silvesterparty. Heiko, wenn du dir aussuchen könntest, was ich aus diesem Hut rauszaubere, ein Ei oder ein Glas Bier? Was wäre dir lieber? Das Glas Bier, das habe ich mir gedacht. Und deswegen glaube ich, es ist heute höchste Zeit, diesem alten Trick etwas mehr Inhalt zu verleihen. Heiko, nimm mal einen kräftigen Schluck. Heiko, nimmst du mit, das gehört dir. Wolf!
Wolfgang Moser aus Österreich. Und Heiko, wenn du den Trick verstanden hast, ja, 10 Euro, wenn du mir verrätst. Hast du ihn gesehen? Nee. Mensch, Heiko. Viel Spaß noch, meine Damen und Herren. Auf jeden Fall an den Tischen.